Ja, man, also ja, man hat eine Vorbildfunktion, die man sich ja nicht aussucht. Ne? Es wird es mit Sicherheit geben, Leute geben, die nehmen sich Leute zum Vorbild, ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad oder ab, egal eigentlich. Also theoretisch kann es auch sein, dass sich jemand mich zum Vorbild nimmt. Würde ich jetzt, ach, würde ich jetzt schon empfehlen eigentlich. Ich denke schon, ich bin ein gutes Vorbild. Aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen, aus Prinzip aber, nicht weil ich ein schlechtes Vorbild bin unbedingt. Sondern ich würde es nicht empfehlen, weil ich das Konzept Vorbild einfach ein bisschen, ja, ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen outdated finde so. Also das Wichtige ist halt, und das muss, da muss sich jeder im Klaren sein, du lebst dein Leben und du bist für dein Leben verantwortlich. Das heißt, wenn du irgendwelche Sachen erreichen willst, wenn du irgendwas schaffen willst in deinem Leben, wenn du irgendwas denkst, dann ist das okay und dann mach das. Und im Endeffekt, nobody gives a fuck, aber du musst dafür die Verantwortung tragen. Also egal, was du tust, egal, wie du dich entscheidest für dein Leben, was du erreichen willst, was du nicht erreichen willst, ganz am Ende des Tages geht es nur darum, ob du zufrieden mit dir bist, ob du mit dir glücklich bist oder ob nicht. Und das ist im Prinzip das Wichtigste eigentlich. Und dementsprechend, ich schlag einen langen Bogen, ich weiß, aber dementsprechend halte ich es für nicht so sinnvoll, zu sagen, man nimmt sich ein Vorbild und eifert diesem Vorbild total nach. Ich meine, man kann das machen, wie gesagt, in gewisser Art und Weise ist das vielleicht auch sinnvoll. Solange es halt nicht dahingehend ausartet, dass man halt dem Vorbild dann alles nachmacht und quasi das Vorbild versucht zu kopieren. Weil das ist dann meistens keine gute Idee. Und da ist auch, wie gesagt, egal, wer das Vorbild ist, da möchte ich jetzt niemanden ganz speziell ansprechen, das ist eigentlich egal, das ist zweitrangig, sondern die Idee an sich, dass man sich jemanden als Vorbild nimmt, dem dann nacheifert und quasi damit so ein bisschen das Selbstdenken aufgibt, halte ich für eine schwierige bis teilweise auch schon dumme Idee, ehrlich gesagt. Deshalb, also wenn ihr Vorbilder habt, super, macht das, gar kein Ding. Aber ihr müsst immer noch im Hinterkopf behalten, ihr seid ihr, ne? Also du bist du, der das hier jetzt gerade hört, der oder die das hier gerade hört natürlich. Du bist im Endeffekt du und du musst für dein Leben die Verantwortung tragen. Und das klingt immer so negativ, die Verantwortung tragen, ne? Das klingt immer so nach einer Bürde. Aber eigentlich ist es ja auch was sehr, sehr Gutes. Ne? Du kannst im Endeffekt entscheiden, wie dein Leben sein soll. Und ich denke, da können wir auch glücklich sein, dass wir in einem sehr freien Land leben, ne? In einem sehr freien Bereich der Welt leben. Oder in dem das möglich ist, eben diese Entscheidungsfreiheit zu haben. Andere Menschen haben auch eine Entscheidungsfreiheit, aber viel weniger Optionen, weil sie weniger Möglichkeiten haben, weil sie irgendwo herkommen, wo die Verhältnisse ganz anders sind, weil es ein armes Land ist, es dort nicht viel Geld zu verdienen gibt oder ähnliches. Aber es ist ein anderes Thema, ne? Worauf ich hinaus will, ist einfach, egal, ob du ein Vorbild hast oder nicht, und Vorbilder sind per se nichts Verkehrtes, egal, ob du ein Vorbild hast oder nicht, musst du für dich selbst die Verantwortung übernehmen für dein Handeln, für dein Denken, für das alles. Ne? Im Endeffekt kommt es darauf an, was machst du draus? Wenn du jetzt irgendeine Band gut findest, irgendeinen Streamer gut findest, irgendeinen Künstler, was weiß ich was, den Politiker von mir aus, mir egal. Kannst du alles machen, kannst du alles toll finden, kannst du Fan sein und so weiter. Alles cool. Aber ich finde, man muss trotzdem in der Lage sein, nachdenken zu können, ob die Person, der man da hinterhereifert oder die Gruppierung, ob die gerade eine Aussage oder eine Meinung hat, die man vertreten kann, ja oder nein. Und ich finde, das ist ein krasses Ding, wenn man in der Lage ist, so reflektiert zu sein, dass man wirklich ein großer Fan von etwas ist,
aber halt trotzdem in der Lage ist, kritisch drauf zu gucken, wenn die Person, die Gruppe, was auch immer, etwas macht, womit man eben nicht einverstanden ist. Dass man halt dann nicht sagt, ja, nee, das ist, dass man es dann nicht runterspielt, sondern dass man sagt, okay, nee, das ist uncool, damit identifiziere ich mich nicht. Das heißt nicht, dass man dann direkt wieder in die Cancel Culture rutschen muss und sagen muss, oh, die Band höre ich nicht mehr oder von dem Streamer gucke ich nichts mehr oder so. Das muss man nicht tun, um Gottes Willen. Aber es ist gut, sich diese Fähigkeit zu bewahren, eben selbst denken zu können und selbst sagen zu können, okay, nee, wisst ihr was, ich mag euch, ich mag eure Musik, bla bla bla, aber das da, was ihr da gesagt habt oder was ihr da gesungen habt oder wie auch immer, das finde ich nicht cool. Ne? Zwei Creeper, okay. Nehmen wir mit. Wo ist der zweite hin? Hier. Ne, also das ist eine Fähigkeit, die sollte man sich unbedingt bewahren. Denn wenn man das nicht tut, ist schlecht. Also so Selbstdenken ist schon unfassbar wichtig. Kann man nicht hoch genug hängen. Funktioniert unsere Falle eigentlich noch? Ui. Sie hat zumindest funktioniert. So, ich bringe mal die Eisenbarren zurück in das Atomkraftwerk. So. Plöpp, plöpp. Okay, hier haben wir die ganzen Dinger drin. Ja, das habe ich jetzt natürlich alles vermischt, oder? Aha. Aha. Ich klatsche mal die Erde auch hier rein. Das hier von mir aus auch. So. Gut. Okay. Ja, also wie gesagt, das finde ich halt persönlich sehr, sehr wichtig, dass man sich da irgendwie frei von macht, so Schablonendenken zu machen und selbst halt in der Lage ist, über Dinge zu urteilen, nachdenken zu können und zu entscheiden, finde ich das jetzt gut, finde ich das nicht gut, weil wie gesagt, das ist im Endeffekt eine Entscheidung von jedem Einzelnen, von jeder Einzelnen und da sollte man sich nicht, aber man kann sich da eh nicht hinter verstecken, ne? Geht ja gar nicht. Man kann ja nicht sagen, ja, keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt jemanden erschossen. Und das ist natürlich nicht okay. Aber Sie müssen verstehen, ich höre so einen amerikanischen Gangster-Rapper. Und der singt das immer. Und da muss ich das auch machen. So, das ist ja keine Argumentation. Aber ich denke mal, jeder mit gesundem Menschenverstand, versteht das ja auch. Und ist da ja auch völlig dabei. Von daher haben wir da auch gar kein Problem damit. So, was machen wir denn hier mit den Wegen eigentlich? Ich würde die jetzt mal ein bisschen weiterführen. Ich weiß nicht genau, was wir mit diesem Weg hier machen, wo der hinführen soll, ehrlich gesagt. Da bin ich mir noch sehr unsicher. Wobei ich eine Idee habe, was wir hier hinmachen können, aber ich weiß nicht, ob wir es tun. Ich habe noch so viele Ideen, die aber halt so unfassbar groß sind, dass ich da ein bisschen davor zurückschrecke, die jemals anzugehen, ehrlich gesagt. Ja. So, ich baue erstmal den Weg weiter. Wohin soll der Weg führen? Soll der einfach geradeaus führen? Ich gucke mal, wohin es geradeaus gehen würde. Schauen wir mal. Aha. Da ist noch Gieß. Ist das ein Herobrine-Tunnel? Ich dachte schon. Herobrine, he's real. Wir haben seinen Kopf. So, die Frage ist, wohin soll es gehen? Sollen wir es hier so machen, dass der Weg hier so lang führt? Ich meine, wir könnten. Was ist das? Ui, ja gut, schon. Schon erledigt. Komm, ich nehme mal die Kohle mit, einfach mal für Spaß. Können wir die Elytra noch mal ein bisschen reparieren. Cool.
Wir brauchen unbedingt Haltbarkeit für die Elytra, ne? Unbedingt. Tja, denn das Schafsrennen wollte ich ja auch mal ummodellieren. Wie gesagt, ich wollte so viele Dinge tun. Man kommt ja zu nichts. Ich baue jetzt den Weg mal weiter. Komm. Wir bauen jetzt den Weg weiter und danach gucken wir mal, was wir am Bahnhof machen können. Dass wir heute mal ein bisschen produktiv werden. Die Geschichte mit den Lagern habe ich natürlich nicht vergessen, die ich beim letzten Mal bei der letzten Aufnahme angesprochen habe. Dass wir so dezentrale Lager machen. Ich finde das nach wie vor eine gute Idee. Also ein Teil darf dann ruhig auch, ein Teil davon darf dann ruhig auch in das Netherlager kommen. Dafür haben wir es ja gedacht. Ja. So. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich mache. Ich glaube, danach geradeaus nicht so cool, weil da ist ja nichts. Machen wir das hier so lang am Rand? Ja, ich glaube, das wäre vermutlich das Beste. Gehen wir doch mal hier so langsam rüber. So, wie mache ich das? Ich lasse das mal eins breiter, weil sonst sehen die Wege immer so derbe schmal aus. Wenn man die so parallel quasi verschiebt, dann wär's ja hier. Ja, dann haben wir hier so einen Mini-Kiesweg. Das ist ein bisschen doof immer. Deswegen lasse ich das einen Ticken breiter. Und ich glaube, wenn wir das hier so durchziehen, dann kommen wir da ganz gut hin sogar. So, hoffe euch, das ist nicht schlecht jetzt. Das kann man nur hoffen. So, 1, 2. 1, 2. Ich probiere mal, wo wir da hinkommen. Wo kommen wir denn da hin? Wenn wir das so machen. Habe ich voll schief gegraben jetzt. Okay, warte mal. Ich mache meinen Bruchstein hier auf die Offhand. So. Gar nicht mal so übel. So, und dann haben wir nämlich da einen kleinen Tunnel, den wir da reingraben werden. Das ist dann nämlich auch nochmal ein bisschen interessanter, als wenn der Weg halt einfach immer nur auf der offenen Fläche ist. So. Plopp, plopp, plopp. Plop, plop. So. Danke. So, hier mal wieder eine kleine Höhle, wie es aussieht. Mal kurz rein. Da ist Eisen. Da ist Kies. Und da ist Ende. Oder? Hier ist Ende. Cool. Gut. Nehmen wir das Zeug mal mit. Oh, Inventarplatz haben wir noch sogar. Sehr schön. Dann nehmen wir das Zeug auch mit. Gerade Kies brauchen wir eh für die ganzen Wege, die wir hier noch vorhaben. Kies oder Schotter, nennt es wie ihr wollt. So. Fackeln wir das Ganze mal aus. Nicht, dass hier irgendwann Monster spawnen. Oh, dann können wir unsere Elytra wieder ein bisschen reparieren. So, hoch. Und noch ein bisschen mehr. Wunderbar. Das Eisen nehmen wir auch mit, auch wenn es jetzt nicht viel war. Sehr schön. Gut. Achso, wir.